Montag ist Montag. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir haben eine neue Ausgabe der Höffi Show und heute ein richtig cooles Kombiprodukt für Sie. Und das stelle ich Ihnen heute vor mit Martin. Hallo Martin. Hi Claudia. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich hier sein darf. Sag mal, was hast du uns heute mitgebracht? Ich habe ein schönes Kombiprodukt mitgebracht. Knallerpreis, einmal Sessel, Gästebett für sage und schreibe 199 Euro. Ey, cool. Ja, hat super Funktion, viele Farben. Wunderschön. Ja, absolut, ist sehr cool. Aber was gibt es denn noch für Farben? Wir haben jetzt hier, glaube ich, Silbergrau, richtig? Das ist Silbergrau, unser Schlagerprodukt. Wir haben auch noch Maisgelb, Pistaziengrün, Schwarz, Braun. Also je nachdem, wie Ihre Einrichtung zu Hause ist, alle möglichen Farben da. Übrigens, den Hund gibt es nicht mit dazu. Das ist deiner, ne, Martin? Das ist meiner, das ist Gumani, aber der gehört ja jetzt zum Studio. Genau, den behalten wir jetzt einfach mit da. Obwohl er sich echt ganz schön neben der Couch und auf dem Teppich macht, so rein von der Farbe. Ich glaube, er würde auch gerne auf der Couch liegen, gerade wenn wir es ausgezogen haben. Das können wir nachher mal probieren, zum Kuscheln, genau. Super. Und sag mal, wie sind denn die Maße von diesem Kombiprodukt? Ja, wunderbare Maße. Also wir haben zum einen in der Breite 84 cm, ja. Also selbst wenn man sich ein bisschen schlanker macht, könnten auch zwei drauf liegen. Ja. Wir haben es in der Tiefe 89 cm, also auch genug Platz, wenn du dich mal hinsetzen magst. Oh, gerne. Siehst du, dass du deine Beine, die Oberschenkel super drauflegen kannst. Absolut. Ist super bequem. Genau. Das Ganze können wir dann auch auf 2,5 Meter ausziehen, also auch für große Menschen gedacht, wenn sie schlafen wollen. Und ja, in der Höhe haben wir um die 86 cm. Sehr bequem. Jetzt noch der Hund auf dem Schoß und ich bin happy. Aber lassen wir sie mal schlafen. So, dann sag mal, wo würdest du dieses Teil hinstellen in der Wohnung? Also mir würde vielleicht einfallen, Jugendzimmer, ja, also wenn mal ganz spontan eine Freundin, ein Freund vorbeikommt, wo kann man das noch hinstellen? Wo ist es noch praktisch? Also Jugendzimmer, Kinderzimmer auf jeden Fall, kleine Pyjama-Party, wir haben normales Bett, da können zwei Leute drin schlafen, wir haben dann noch diesen wunderbaren Sessel, wo die auch drauf rumtun können, ist massiv Holz, was hier verarbeitet ist, da können die auch ein bisschen drauf rumspringen, also haben auch Spaß und wenn die dann müde sind, können sie auch da drauf mit schlafen, wie gesagt, 84 cm, da können auch zwei Kinder drauf liegen. Studentenheim fällt mir noch ein. Sehr gute Idee. Die sind ja auch relativ klein, die genau. Wohnung. Man hat kaum Platz, es ist alles eng. Ne? Gerade als Student hat man meistens nicht so viel Kohle und hat dann auch einen prima Sessel. Man kann ein Buch lesen, man kann lernen. Und wie gesagt, wenn Freunde vorbeikommen, einfach ausziehen und schlafen als Leseecke. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Was auch noch besonders toll ist, hier hinten der Rücken ist bezogen mit Stoff. Das heißt, es ist auch frei stellbar im Raum. Sieht von hinten also genauso schick aus wie von vorne. Also wirklich prima. Ja, Martin, würde ich sagen, genug geredet. Dann lass uns das gute Stück, Sabia heißt es übrigens, mal ausziehen und den Zuschauern zeigen, wie es als Schlafmöglichkeit aussieht. Gerne. Ich bleib hinten, du ziehst. Ja, das kann auch eine Person alleine machen. Ja. So, Kissen wir zur legen Seite. Das Kissen jetzt mal schön zur Seite. Genau. Klemmen den Hund nicht ein. Ziehen es einfach noch mal raus. Perfekt. So, ich helfe dir. Wir klappen nämlich jetzt einfach das nach vorne. Genau. Noch ein Stückchen noch ein vor. Stück. Zack. Prima. Jetzt kommt das große Kissen. Guck mal, Kuma freut sich wie wild. Ja, da hast du gleich ein Bett. So. Und schon kann man drauf liegen. Perfekt, ne? Ja, guck mal, findest du das schön? So, ich setze dich mal drauf. Ich finde es sehr bequem. Und? Ich komme mal dazu. Und Kuma also man sieht, auch man, schön. Ich versinke auch rein. Es ist schön weich. Man kriegt keine Rückenschmerzen. So, Martin, was haben wir hier für eine Länge? Wir haben 2,5 Meter als Länge. Also reicht für jedermann aus. Guck, wir liegen sogar zu dritt hier auf dem Bett. Ich probiere das mal. Ja, also ich habe definitiv bequem Platz. Ja, Kuma. Wenn Kuma nicht wäre, hätte ich jetzt auch noch ein bisschen Platz. Dann, auch noch ein bisschen könnte man Platz. Wirklich auch zu zweit drauf liegen. Das stimmt. Und wir haben einen Bettkasten. Wir haben einen Bettkasten, den kann ich dir gerne zeigen. Sehr gerne. So, du nimmst einfach nur das Kissen weg. Ja. Wir klappen das Ganze hier hoch. Okay. So. Ach, hier unten drunter. Genau, hier ist die Bodenplatte. Und hier kannst du jetzt einfach deine Kissen, deine Decken, alles verstauen. Schafft super viel Platz in der Wohnung, also im Studentenheim. Kinderzimmer, was auch immer. Du kannst hier deine ganze Wäsche reinlegen und keiner sieht's. Perfekt, super. Und Sie, liebe Zuschauer, Sie haben jetzt einen Moment Zeit, sich Sabia noch etwas genauer anzuschauen. Und ich knulle noch ein bisschen mit Kuma. Kuma, hallo. Thank you.
Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer. Sie hatten jetzt einen Moment Zeit, sich Xavier etwas genauer anzuschauen. Und der Martin fasst nochmal alle Punkte zusammen. Ja, Claudia, wir haben hier den wunderschönen Sessel, den es in 7 Farben gibt. Mhm. Wir haben ein Bett, was wir daraus machen können. 2,05 Meter lang, 84 cm breit. Wie wir sehen, können wir hier super zusammen drauf sitzen. Wir haben einen Bettkasten. Ja, wir haben einen schönen Federholzrahmen drin. Es ist also auch gemütlich gewesen. Du lagst ja selber drauf. Ja, absolut. Und ich meine, Kuma fühlt sich ja auch pudelwohl. Und Sie, liebe Zuschauer, Sie können Xavier natürlich wie immer bei uns im Möbelhaus Höffner kaufen oder im Online-Shop. Oder Sie rufen ganz einfach die Hotline an. Und falls Nachfragen kommen, nein, Kuma ist nicht im Preis enthalten, die ist nicht verkäuflich. So, wir nutzen die Zeit, oder ich nutze die Zeit, noch ein bisschen zu schmusen und zu knuddeln. Und ich wünsche Ihnen noch eine schöne restliche Woche und freue mich sehr, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Kuma freut sich auch. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss. Du kleine Musch.